Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin immer für alle anderen da und keiner ist für mich da. Was mache ich denn da falsch? Warum wäre ich immer ausgenützt? Was passiert denn da, dass wenn ich anderen was geben will, ich selber nichts kriege? Ja, wenn jemand ein guter Mensch ist und sich wirklich um andere bemüht, um andere kümmert und wirklich für andere da sein will und das selbstverständlich ist und gerne Leute einlädt und gerne anderen hilft und gerne das eigene Auto herborgt und so weiter und so weiter. Und am Schluss ist dann immer Chaos, ist dann immer mehr kaputt, als was man selber wollen hat. Man ist immer dann so, dass man sich denkt, warum tue ich mir das eigentlich an? Dann ist es der Hauptgrund, dass ich dem anderen helfe, damit ich geliebt werde, damit ich gelobt werde, damit der andere sagt, Ma, bist du super. Und deshalb mache ich das alles, ja. Wenn ich sage, na, ich brauche von den anderen kein Lob und ich muss auch nicht geliebt werden, weil ich habe genug Selbstliebe im guten Sinn. Ich bin wertvoll, wirklich wertvoll für mich, das kann ich spüren und wahrnehmen. Dann brauche ich mich nicht dauernd prostituieren, sage ich auch ganz hart und ganz bewusst, um endlich ein Wort der Anerkennung zu kriegen. Ja? Ich brauche nicht den anderen mit einem Löffel füttern, ja, nur damit er sagt, danke, so schön, dass du mich gefüttert hast, ja. Also ich geht nämlich dann sogar so weit, dass ich den anderen zum Sklaven mache oder den anderen zum Kind wieder mache oder den anderen dumm mache. Da gibt es alle möglichen Spielarten dann. Nur aus lauter Hoffnung, dass ich's gut mache. Und der andere sagt schon, hey, ich will nicht dumm gemacht werden, ich will nicht zum Kind gemacht werden und ich will nicht zum Sklaven gemacht werden. Das ist völlig falsch verstanden, dass du mir da was Gutes tust. Ja? Es ist nämlich dann vor lauter Gutwillen geht das schon so drüber, dass das dann schon total daneben ist. Ja? Und ich wäre sogar schon wieder abgewertet und eben fühle mich dann wie ein Kind, obwohl der nur meint, Ma, ich mache alles für dich und ich bin ja so lieb zu dir und ich kümmere mich rund um die Uhr um dich. Und dann sage ich, na, ich bin schon erwachsen, ich brauche jetzt dann nicht von dir bemuttert und bevatert werden, ja, furchtbar. Aber ich krieg's gar nicht mit, weil ich so ein Helfersyndrom habe. Und diese hilflosen Helfer, ist ja auch ein Schlagwort und auch ein sehr gutes Schlagwort, ist, dass ich vor lauter Hilfe und vor lauter Helfersyndrom und vor lauter, ich bitte, ich möchte es gut machen, dann selber so unfähig bin und selber so hilflos bin, dass die anderen schon sagen, na, der ist nicht nur Hilfe, der ist sogar schon ein Hindernis, ja, da müssen wir uns schützen vor dem, weil der macht wirklich nur Blödsinn, ja? Das ist keine gute Idee. Und das sind genau die Dinge, auf die man total achten muss, weil sonst kommt man überhaupt nicht weiter. Sonst macht man sich so richtig kaputt. Warum macht man sich so richtig kaputt? Weil man einen Weg einschlägt, wo man dann nachher total schwer rauskommt. Weil das Ganze wird ja ein Verhalten, das Ganze wird eine Gewohnheit, das Ganze bekommt dann eine Dynamik und das Ganze wird ein Muster. Und sobald ich in dieser Autobahn drinnen bin, kann ich dann nicht mehr abfahren, weil jetzt bin ich mal aufgefahren und dann fahre ich einmal, bis die nächste Abzweigung kommt, braucht es einmal ziemlich lang. Und wenn ich schon merke, ich bin jetzt schon so schnell, jetzt bin ich schon wieder bei der nächsten Ausfahrt vorbeigefahren, ja, also ich komme dann schon gar nicht mehr raus, weil ich schon total in dem drinnen bin. Also warum bin ich so nett und die anderen nicht so nett? Na, weil die anderen normal ticken und ich nicht normal ticke. Tut mir leid, ja. Aber das Helfersyndrom ist nichts Normales, sondern das Helfersyndrom ist nichts anderes als wie, bitte, bitte, bitte lob mich, weil ich selber nicht hinkriege. Und weil ich dauernd das Gefühl habe, ich bin ein schlechter, schwacher Mensch. Sind sie natürlich nicht, aber sie sehen es halt vielleicht bei anderen. Wie kann ich jetzt einem hilflosen Helfer helfen? Achtung, nicht, dass sie hineinfallen. Das heißt, es geht darum, dem anderen zu sagen, danke, ich kann schon selber, aber du bist trotzdem in Ordnung. Du brauchst dich nicht verausgaben, es ist trotzdem okay, so wie du bist. Du brauchst mir nicht jetzt da alles machen, ja, was ich gar nicht tun brauche, ich kriege das schon selber hin. Oder du kannst mir gerne helfen, aber das ist unabhängig davon, ob du jetzt geliebt bist oder nicht, ob du gelobt bist oder nicht. Wenn du mir gern hilfst, weil du gern Zeit hast, dann ist es gut und sage ich auch danke dafür, aber bitte keine Verpflichtung. Nämlich so eine innere Selbstverpflichtung, ich muss ja helfen, weil ich so ein guter Mensch bin, weil ich das gelernt bekommen habe von zu Hause, weil man das tut. Jo, stimmt schon, ja. Also jemanden anderen helfen ist gut und der andere freut sich, dass er einem hilft.
aber ich muss auch dafür was kriegen. Also nicht immer nur Geld, sondern ich muss dafür auch für mich sagen können, ja, es passt für mich gut so. Ich mag das eh so machen, weil ich fühle mich da wohl damit. Und ich kriege da jetzt nicht vom anderen Lob, Anerkennung, Geld oder sonst irgendwas, sondern ich kriege für mich das gute Gefühl, dass ich das eh gern mache. Und wenn der andere Danke sagt, freue ich mich, ja. Und wenn der andere nicht Danke sagt, sage ich, ja, ich habe es gern gemacht, weil es für mich stimmig war, weil es für mich gepasst hat, weil für mich das was Positives war, weil ich auch gern helfe, ohne dass ich es brauche. Sobald ich es brauche, brauche ich mich nicht wundern. So, wenn jetzt allen anderen ich helfe, aber mir keiner hilft, dann vermittle ich nach außen hin, ich kann nicht alles selber. Ich brauche nie Hilfe. Ich bin der Superman. Und dann sagen auch wirklich alle, ja, der ist echt der Superman, der kann alles selber. Und übrigens kannst du mir auch noch helfen, weil du bist ja der Superman, ja, oder Superwoman, ja. Also das kannst du mir noch machen und das bräuchte ich noch und das bräuchte ich auch noch und bitte borg mir das noch und das wäre auch noch super, wenn du mir da noch mich unterstützt und du hast ja eh Zeit und Energie und Geld ohne Ende, also bitte mach doch das und mach doch das und mach doch das. Dann kommt auch ein Danke, aber irgendwann denke ich mir, okay, ich meine, ich kann ja wirklich vieles und ich kann ja wirklich anderen echt helfen und ich bin auch fleißig und ich bin auch geschickt, ja, ich bin ja wirklich gut, ich habe eh genug Selbstliebe, aber wieso hilft mir sonst keiner? Ich meine, ich brauche ja auch ein, ich kann ja auch nicht alles, fast alles, aber nicht alles. Also, offenbar liegt's auch an mir, dass ich vermittle, ich brauche nichts, ich bin nämlich Superman, Superwoman. Und dann muss ich vielleicht umdenken, muss sagen, okay, vielleicht habe ich da ein falsches Bild vermittelt, ja, ich bin nicht total unabhängig und ich kann eh alles selber und ich brauche sowieso niemand auf dieser Welt, sondern, na, ich brauche schon Leute, aber dann muss ich auch was sagen. Und wenn ich dann zu jemand gehe und sage, na, könntest du mir bitte helfen, dann sagt er, echt, du brauchst eine Hilfe, sage ich, ja, warum nicht, ich brauche auch eine Hilfe, ist ja nicht so schlimm, oder? Das heißt, es ist auch ein Stückchen, ein bisschen ein Umdenken von mir, dass ich auch um was bitte. Weil wenn ich um nichts bitte, werden die anderen, wenn ich mich so als super Mensch verkaufe, dann nicht auf die Idee kommen, dass ich Hilfe bräuchte. Ich brauche aber vielleicht Hilfe und ist auch in Ordnung, dass ich Hilfe brauche. Ich kann jemand um was bitten und dann werden mir viele helfen, aber ich muss es halt wohl. Also wenn ich merke, ich bin eh okay, aber ich kann auch um Hilfe bitten, geht es mir sofort viel leichter, dass ich merke, na also, ich brauche nur in Beziehung sein mit anderen, ja. Ich brauche nur in Kommunikation kommen, ohne dass mir jetzt da ein Zack aus der Krone bricht, wenn ich um was bitte. Manche Menschen genieren sich nämlich, um was zu bitten. Die denken sich, der andere muss ja merken, dass ich jetzt Hilfe brauche. Na, merkt er nicht, weil der so selbstständig ist, dass man sich denkt, na, der kann eh alles selber, entweder, oder der hat mir noch nie was gebeten, ich will mich nicht aufdrängen, weil das ist ja dann unangenehm, oder vielleicht brüskiere ich ihn dann, wenn ich sage, soll ich da helfen? Die Killerphrase ist ja eben, wenn man wo zu jemand kommt und es schaut furchtbar aus und ich frage dann, soll ich da irgendwie zusammenräumen helfen? Boah, das kann total vernichten, ne? Aber es kann auch total nett gemeint sein und überhaupt nicht vernichtend, sondern ich sehe, du hast da so irrsinnig viel jetzt da angestaut, ja, kann ich da helfen? Und dann brauche aber ich, der eigentlich sagt, ja, ich bräuchte dringend Hilfe, weil ich schaffe das schon alles nicht mehr, das ist schon viel zu viel geworden, bräuchte ich dann eben auch dann die Demo zu sagen, ja, gern, weil du siehst eh, ich krieg's nicht mehr hin, ohne dass ich mich schlecht fühle. Und viele sagen dann, na, und auch wenn ich im Dreck erstick, ich lasse mir nicht helfen, weil es mir so peinlich, ja, und ich lade aber dann auch gar niemand mehr ein und dann vermülle ich, ja. Und das ist eben das Schlimme, weil ich mir eben nicht helfen lassen will, weil es mich so beschämt. Und daher wäre ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich Hilfe brauche und es erkennt jemand, dann sage ich, hey, danke, dass du das erkennst. Und ja, es ist mir ehrlich gesagt unangenehm, dass ich das nicht allein mehr schaffe, aber ich schaffe es wirklich nicht allein. Ich brauche da Hilfe und danke, dass du das siehst und danke, dass du mich da auch nicht jetzt da schlecht machst und brüskierst, sondern dass du mich annimmst, wie ich bin. Und dass ich mich annehmen kann, wie ich bin, auch urwichtig. Ja, ich brauche Hilfe, ich darf Hilfe brauchen, ich darf um Hilfe bitten und ich darf auch jemanden suchen, der mir hilft.
Weil es kann sein, dass mir jemand sagt, darf ich dir helfen? Dann sage ich, ja, das ist lieb von dir, aber du wirst es nicht hinkriegen. Ja? Also das ist zwar schön, wenn wir den riesigen Kasten zu zweit ausschleppen, aber das schaffen wir nicht. Ja? Aber wenn du mal jemand organisieren könntest, der mir den riesigen Kasten raustragen hilft, ja, das wäre super. Weil ich kenne niemanden. Kennst du vielleicht jemanden? Ja, super. Also Hilfe heißt nicht direkte Hilfe unbedingt, sondern kann auch sein, dass ich weitergereicht wäre, dass ich Kontakte kriege, dass ich einfach in der Lage sein darf, auch um was zu bitten, ohne mich schlecht zu fühlen. Alles Gute für Sie.